Das RT Digital Week ist ein digitales Raumthermostat mit Wochenprogramm. Das Display zeigt die aktuelle Raumtemperatur, Uhrzeit, Wochentag und das eingestellte Programm. Der Heizmodus wird durch dieses Symbol angezeigt. Die Sonne zeigt an, dass man sich im Moment in der Betriebsart Tag befindet. Der Mond zeigt an, dass man sich im Moment in der Betriebsart Nacht befindet. Das Wort Auto steht für den Automatikbetrieb und der Koffer für den Urlaubsbetrieb. Das Raumthermostat wird durch die sogenannte Dreh- und Drückautomatik bedient. Man wählt durch Drehen des Knopfes die gewünschte Eingabe und bestätigt diese durch Drücken des Bedienknopfes. Die aktuelle Temperatur kann so in jeder Betriebsart verändert werden. Durch einmaliges Drücken des Bedienknopfes wählt man das gewünschte Menü. Mit Bestätigung durch erneutes Drücken auf das Zahnrad-Symbol gelangt man in die Einstellungen der Lifestyle-Funktionen. Drücken auf das Sonnensymbol wechselt in die Betriebsart Tag. Drehen und anschließendes Drücken auf den Mond wechselt in die Betriebsart Nacht. Drehen und anschließendes Drücken auf das Wort Auto wechselt in den Automatikbetrieb. Drehen und Drücken auf den Koffer wechselt in den Urlaubsbetrieb. Hier wird durch Drehen und anschließendes Drücken beim Symbol Set die Anzahl der Urlaubstage gesetzt. Drehen und Drücken auf das blinkende Schloss sperrt das Display. Diese Sperre wird durch 5-sekündiges Drücken auf den Dreh- und Drückknopf wieder aufgehoben. Drehen und Drücken auf das blinkende Ein-Aus-Symbol schaltet das Display aus. Dieses Raumthermostat wird durch 5-sekündiges Drücken auf den Dreh- und Drückknopf wieder eingeschaltet. Man gelangt in die Einstellungen, wenn man am Home-Display den Dreh- und Drückknopf einmal drückt und dreht, bis man zum Symbol mit den zwei Zahnrädern gelangt und die Eingabe durch erneutes Drücken bestätigt. Durch Drücken und anschließendes Drehen bei der blinkenden Sonne und dem blinkenden Symbol Heizen setzt man die gewünschte Raumtemperatur für die Betriebsart Tag im Heizmodus. Diese wird durch Drücken beim Symbol Set bestätigt. Durch Drehen gelangt man zur nächsten Einstellung blinkender Mond und blinkendes Symbol Heizen und durch Drücken und anschließendes Drehen setzt man die gewünschte Raumtemperatur für die Betriebsart Nacht im Heizmodus. Diese wird durch Drücken beim Symbol Set bestätigt. Sollte Ihre Wohnung über eine Kühlung verfügen, können dafür dieselben Einstellungen mit dem Schneeflockensymbol für Tag und Nacht getätigt werden. Durch Drehen gelangt man zur Einstellung blinkender Koffer. Hier setzt man durch Drücken und anschließendes Drehen die gewünschte Raumtemperatur für die Betriebsart Urlaub. Erneutes Drücken beim Symbol Set bestätigt die Eingabe. Mit der Einstellung Min-Max definiert man den Temperaturbereich des Raumthermostates. Zuerst wird durch Drehen und Drücken die Minimaltemperatur, anschließend die Maximaltemperatur gesetzt. In der Einstellung Clock werden durch jeweiliges Drücken und Drehen zuerst die aktuelle Uhrzeit und anschließend der aktuelle Wochentag eingestellt. Im nächsten Menü Programm wird das Wochenprogramm für das Raumthermostat gesetzt. Durch Drücken gelangt man in die Definitionsebene für das Wochenprogramm. Hier können durch Drehen entweder verschiedene Tagesblöcke wie Montag bis Freitag oder Samstag bis Sonntag programmiert werden. Es können aber auch einzelne Tage programmiert werden. Zuerst werden die Werktage Montag bis Freitag definiert. Nun werden die Uhrzeiten gesetzt, in denen die zuvor eingestellte Tagestemperatur gehalten werden soll. In den Phasen dazwischen wird die zuvor eingestellte Nachttemperatur gehalten. An diesen Wochentagen wird das erste Programm gesetzt. Zum Beispiel kann man in der Früh zum Aufstehen von 5 bis 8 Uhr und wenn man wieder nach Hause kommt, das zweite Programm von 15 bis 21 Uhr einstellen.
Dies sind dann zwei verschiedene Programme an diesen Tagen. Jedem Tag können bis zu 4 Heizprogramme zugeordnet werden, man kann aber auch weniger definieren. Wenn nicht mehr Programme benötigt werden, werden diese durch Drehen übersprungen. Mit Back gelangt man wieder zurück zur Wochentagsauswahl. Am Wochenende soll beispielsweise durchgehend von 8 bis 22 Uhr geheizt werden. Wenn auch hier keine weiteren Programme benötigt werden, können diese durch Drehen übersprungen werden. Hat man seine gewünschten Einstellungen vorgenommen, dreht man den Dreh- und Drückknopf, bis man zum blinkenden Symbol Back gelangt und bestätigt seine Eingaben durch Drücken. Sollte Ihr Raumthermostat eine abweichende Temperatur, zum Beispiel zu der einer Wetterstation, anzeigen, kann in der nächsten Einstellung Cal das Raumthermostat kalibriert werden. Die anzuzeigende Temperatur wird im Zehntelbereich sowohl nach oben als auch nach unten verändert. In der nächsten Einstellung LED wird die Bildschirmhelligkeit durch Drücken und Drehen des Dreh- und Drückknopfes auf die gewünschte Helligkeit eingestellt. Die Eingabe wird durch Drücken bestätigt. UserRes setzt das Raumthermostat auf die Werkseinstellung zurück. Durch Drücken beim blinkenden Symbol Back gelangt man wieder auf den Home-Bildschirm. Das blinkende Schraubenschlüsselsymbol zeigt die Serviceparameter an. Diese sollen nur von autorisiertem Fachpersonal verändert werden und sind deshalb durch einen PIN-Code geschützt. Man gelangt zum gewohnten Home-Bildschirm durch Drehen und Drücken beim Erscheinen des Wortes Back am Display.